Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin der Marc und ich möchte euch heute was zeigen, was eigentlich generell jedermann braucht, besonders Hausbesitzer und ähnliches. Heute möchte ich nämlich mit euch mal eine Dachrinne anbauen. Hier in diesem Fall habe ich zwar schon eine Dachrinne vorhanden, aber das ist kein Problem. Jetzt bauen wir diese schnell ab und montieren eine neue. So, hier haben wir zwar jetzt eine intakte Plastikdachrinne, aber jetzt nehmen wir mal an, wir hätten hier einen Hagelschaden und ich müsste das ein bisschen ganz machen. Also ist die Geschichte dann wahrscheinlich effektiv gesehen so aus und hier ist nicht mehr viel zu retten, also müssen wir das System erneuern. Bevor ich nun natürlich mit dem Anbau hier beginnen kann, müssen wir natürlich dieses elendige Gerüst jetzt hier entfernen. Es sieht ja nicht mehr schön aus, also mache ich einfach Folgendes. Ich öffne die Haken, nehme die Ziegeln ab und entferne hier erstmal alles. Mitbewohner Giftspinne, war. So, bevor wir jetzt schlussendlich zum reinen Anbauen der Dachrinne kommen, möchte ich hier nochmal auf einen kleinen Fehler hinweisen. Im Vorfeld war ja hier eine alte Dachrinne dran und hier ist ein kleiner Fehler gemacht worden. Man hat hier das Dach einfach mit einem Brett verschlossen, was sehr schlecht ist. Das schützt zwar jetzt vor Ungeziefer, aber habe ich jetzt hier oben irgendeine kleine Undichtigkeit. Der Wind drückt das Wasser zurück in das Dach, kann das Wasser hier nicht mehr entweichen. Und Ungeziefer kann hier drinnen im wahrsten Sinne des Wortes Nester bauen und ähnliches. Das heißt, mir schimmelt dann mitunter mein Dach weg oder dergleichen. Ich werde jetzt hier dieses Brett entfernen und da schau dir einfach mal im Internet nach sogenannten Vogelschutzband. Gibt es in verschiedenen Größen, auch in verschiedenen Farben. Und das bringe ich jetzt anstatt dieses Brettes auf. Vorteil, Wasser kann raus, Luft kann rein. Das heißt, selbst wenn hier eine kleine Undichtigkeit auftritt, schimmelt mir nicht mein Dach, weil es belüftet wird und somit dann quasi wieder alles safe ist. Viele Bewohner im Dach. So. So, bei der Montage des Vogelschutzbands kann man nicht viel falsch machen. Wir sehen hier, dieses Dach ist geschalt, aber auch wenn es nur eine Folie hätte, hier wäre die Unterschicht und hier ist die Lattung, die vordere Lattung. Und wir decken jetzt quasi mit diesem Vogelschutzband hier diese Öffnung quasi ab, schließen sie aber nicht komplett zu. Wir haben hier diese Luftschlitze und hier kann jetzt quasi Luft zirkulieren und Wasser entweichen. So, um das Band aufzubringen, bedienen wir uns einfach dieser Pappdachbappstifte und nageln es einfach im kürzeren Abstand immer wieder auf. Und so haben wir dieses Band ruckzuck befestigt. Wie gesagt, so ein Band kostet nicht viel. Hier für diese komplette Dachrinne wird sich das auf 5 Euro belaufen. Und dadurch habe ich aber mein Dach entlüftet und verlängere die Lebensdauer des Daches natürlich immens. Okay, nachdem wir nun das Fliegenschutzgitter angebracht haben, wir sehen ja, es ist vielleicht nicht ganz so gerade jetzt hier bei mir geworden, ich habe es alleine gemacht, sowas sollte man vielleicht zu zweit machen, kommen wir zur reinen Rinne. Ich muss mir jetzt hier die Rinnhaken anbringen, dafür gehe ich folgendermaßen vor. Ich habe hier meine Grundlattung und werde jetzt hier meinen Rinnhaken aufbringen. Ich kann den Rinnhaken nicht direkt auf die Lattung aufschrauben, weil, wenn ich jetzt hier meine Ziegel drüber decken würde, würde die abstehen. Also muss ich meinen Rinnhaken hier einsägen. So, bevor ich jetzt den Rinnhaken hier anbringe, muss ich sie natürlich einteilen. Ich versuche immer so zwischen 60 und 70 cm im Abstand zu bleiben. Welchen Abstand ihr hier wählt, das hängt auch von eurem Material ab, was ihr wählt. Nehmt ihr Kupfer, Zink, Aluminium oder Plastik. Dementsprechend mal ein bisschen nach den Herstellerangaben gehen. Wie weit dürfen die Rinnhaken auseinandersetzen? So teilt ihr sie ein. Ich habe mich hier so für ungefähr 60 bis 80 cm entschieden. Ich sehe bei vielen Leuten, dass sie sich hier nach diesen Sparren richten. Es kann allerdings sein, dass diese beiden Sparren mal mehr als 80 cm bei euch auseinander sind. Würde definitiv dann nicht nach den Sparren gehen, macht lieber einen Haken mehr. Nein, wichtig, umso enger die Haken sitzen, umso mehr halt eure Rinne aus, umso weiter eure Haken auseinander sind, umso schneller zerstört wird eure Rinne zerstört bei einem größeren Regensturz, beim Sturm oder bei einem Schneebruch. Und deswegen ist es vielleicht sinnvoller, mal die Haken etwas enger zu setzen. So, ich teile jetzt hier die Haken ein. Ich habe jetzt hier mal die Gesamtlänge ermittelt von dieser Fläche und teile sie einfach mal durch 70 cm, schaue, wo ich hinkomme, ermittle damit die Zahl meiner Rinnenhaken und zeichne das jetzt hier mal an.
So, hier habe ich jetzt meinen ersten Schnitt angezeichnet. Ich bin hier ca. 20 cm von der Außenkante reingegangen. Dasselbe mache ich auf der Gegenseite auch. Dann komme ich hier auf ein Mittelmaß von ca. 2 Meter, ich würde sagen wir mal so ca. 2,85 Meter. Das teile ich mir jetzt so ein, dass ich ungefähr 70 cm Zwischenabstand habe und zeichne mir nun hier meine Haken an. So, als nächstes säge ich jetzt hier meine Rinnhaken ein. Der Haken ist hier ungefähr 25 bis 30 mm breit, also säge ich hier ca. 40 mm breit und ca. 5 bis 6 mm tief ein. Man kann das aber alternativ auch mit einem Stemmeisen machen, dauert halt etwas länger. So, im ausgeschnittenen Zustand sieht dann die Geschichte so aus. Und hier kommt nun der Haken so hinein. Wir passen ihn dann durch Biegen an. So, um nun die Haken hier schlussendlich anzubringen, gehen wir folgendermaßen vor. Das ist jetzt hier so ein Rinnhaken. Und ich habe vorhin mal hier meine Wasserwaage draufgelegt und habe ermittelt, dass dieses Dach ungefähr waage ist. Wir müssen aber ein gewisses Gefälle in die Geschichte reinbringen. Ich empfehle immer so 2 bis 3 mm auf 1 Meter. Das heißt, wir haben hier, sagen wir, fast 5 Meter. Das heißt, wir machen hier mal so ungefähr 1 bis 2 cm Rinnengefälle. Da gehen wir dann folgendermaßen bei vor. Wir haben jetzt hier unseren ersten Haken. Den halte ich hier nun in diesen Ausschnitt hinein. Jetzt weiß keiner, wie die Rinne stehen wird schlussendlich. Also nehme ich hier meinen Rinnboden. Dadurch sehe ich, wie die Rinne steht. Wir wollen sie ja auch gerade in den Haken liegen lassen. Halte ihn in den Haken hinein. Und kann nun so schauen, wie ich in etwa meinen Haken positionieren muss. An dieser Stelle muss ich den Haken etwas tiefer positionieren, an der hinteren Stelle etwas höher, weil ja hier mein Auslaufstutzen hin soll. So, ich möchte auch mit der Rinne etwas tiefer als die Dachziegeln kommen, damit dann schlussendlich hier vernünftig das Wasser einlaufen kann. Viele Leute haben hier einen kleinen Denkfehler. Man geht mal davon aus, Wasser läuft hier wie ein Ball herunter. Das heißt, ich würde hier einen Ball drauf werfen, dann würde der hier über das Dach herunterkullern. Wasser macht aber einen anderen Weg. Es läuft gerade runter und tropft dann senkrecht in die Rinne ein. Das heißt also, wir müssen mit unserer Rinne etwas unter der Ziegel bleiben und dürfen nicht zu weit hier raus kommen. Also halte ich den Haken so an die Position, wie ich ihn haben will, etwas tiefer, lege meinen Boden ein, ermittle die Position, wie der Haken kommen muss und habe nun hier meine allererste Biegestelle. An dieser Stelle biege ich nun meinen Haken. Damit ich weiß, wo diese Stelle ist, markiere ich mir das mit einem Stift. In dem Fall sehe ich es durch dieses Bohrloch und kann nun hier meinen Haken abkanten. Um diesen Haken abzukanten, kann man einen Schraubstock verwenden oder ähnliches. Die elegantere Variante ist hier so ein Rinnbiegewerkzeug. Liegt so um die 60 Euro, kann man sich aber eventuell auch selber machen. Für die kleine Dachrinne reicht auch, wenn man das in einem Schraubstock abbiegt oder anbiegt. Da muss man halt öfters mal vom Gerüst runter. So, wir nehmen jetzt hier diesen Haken, legen ihn hier in diese Biegevorrichtung ein, gehen mit der Markierung, das war in diesem Fall das Loch, an die Position, wo der Knick entstehen soll, schließen diesen Bieger und bringen hier eine leichte Biegung ein. Jetzt halten wir den Haken wieder hier an und schauen, ob der Winkel in etwa stimmt. Wir legen das Blech wieder ein und wenn das Blech hier an dieser Kante relativ waagerecht steht, ist der Winkel in Ordnung. So, jetzt müssen wir den Haken noch ein zweites Mal umbiegen, damit wir ihn hier hinten aufliegend verschrauben können. Sonst würde er, wenn ich hier die Schraube anziehe, hochkippen. Also biegen wir hier ein zweites Mal. Dazu auch die markierte Stelle nehmen und hier einen gewissen Winkel anbiegen. Jetzt haben wir so eine Hakenform. Wir probieren, ob das reicht. Noch nicht ganz. Etwas nachbiegen. Und damit haben wir unseren ersten Haken schon fertig. So, nachdem wir nun den ersten Haken quasi angefertigt haben, nehmen wir uns den letzten Haken, der hier hinten hinkommt. Wir haben, wie gesagt, ein vages Dach. Ihr müsst halt schauen, habt ihr Gefälle, müsst ihr hier etwas das mit einkalkulieren. Ich nehme diesen Haken, halte ihn hier daneben. Wir müssen da hinten ca. 2 bis 3 cm höher kommen. Also halte ich ihn hier einfach 2 bis 3 cm höher, habe hier wieder einen Punkt, an dem ich knicken muss und biege mir nun diesen Haken quasi als Spiegelbild zu diesem Haken, nur einfach 3 cm höher. So, das wären nun diese beiden Haken. Ich halte sie mal aneinander. Wir sehen, wir haben hier diesen Versatz drin und jetzt montiere ich den ersten Haken hier vorne und den letzten hinten. So, nachdem ich nun die beiden Haken montiert habe, den etwas höher, den etwas tiefer,
müssen wir die restlichen Haken montieren. Damit wir wissen, wie wir die zu biegen haben, nehmen wir eine Schnur und spannen die zwischen diesen beiden Haken. Wir haben zwei Punkte, an denen wir eine Schnur spannen. Exakt in der Mitte des Hakens. Hier befindet sich ein kleiner Körnerschlag wie ein Punkt. Und hier vorne drinnen. Somit haben wir zwei Punkte, nach denen wir uns richten können und können damit dann unsere anderen Haken auch gleich biegen. Achtet darauf, dass die Schnur ordentlich gespannt ist, sodass ihr euer Ergebnis nicht verfälscht durch eine durchhängende Schnur. So, und nun haben wir hier zwei Richtpunkte, sind vernünftig gespannt. Und hier können wir jetzt unsere anderen Haken einfach anhalten, anzeichnen, biegen und anbringen. Fangen wir hier gleich mit dem zweiten Haken an. Den halte ich einfach hier so ein. Halte ihn so, dass die vordere Schnur hier vorne einliegt. Passt auf, dass er sie nicht hochdrückt dabei. Und die mittlere Schnur hier auf diesen mittleren Körnerschlag. Auch bitte aufpassen, dass ihr die Schnur nicht dabei anhebt. Nehmt einen Stift. Und markiert euch eure erste Biegestelle. Dann können wir schauen, ob der Winkel wieder stimmt. Falls nicht, müsst ihr hier nochmal korrigieren und dann die zweite Stelle biegen. So, nun habe ich die Rinnenhaken so angebracht, dass ich hier ein leichtes Gefälle habe. Und jetzt kommen wir zur reinen Montage der Rinnen. In diesem Fall habe ich eine sehr kurze Rinne. Also muss ich hier wahrscheinlich die Rinne nicht verlöten. Ich werde nochmal in einem weiteren Video das Verlöten von Rinnen zeigen. Hier fertige ich jetzt nur eine Rinne quasi mit zwei Endböden und einem Auslaufstutzen an. Dazu mache ich Folgendes. Ich ermittle mir das Endmaß der Rinne. Da haben wir hier eine Besonderheit. Ich habe hier Ortgangsziegeln. Man kann auch ein Ortgangbrett haben. Ich bleibe gerne mit der Rinne hier hinter diesen Steg. Wenn ich über diesen Steg hinweg komme, kann es sein, dass ich an irgendeiner Stelle diesen Steg ausklinken muss. So. Also nehme ich hier einfach mein Maßband, messe mir die Gesamtlänge der Rinne, ermittle mir nun die Position, wo mein Auslauf hinkommen soll. Das wäre hier genau neben diesen Rinnhaken. Diese Position messe ich mir jetzt auch nochmal auf. Das wäre ungefähr 24 cm und nun kann ich meine Rinne fertig machen. Das könnt ihr hier oben machen oder unten am Boden, da ist es etwas einfacher, weil man die Rinne vernünftig zum Arbeiten auflegen kann. So, nachdem wir uns nun das Rinnenmaß ermittelt haben, zeichne ich das hier einfach auf die Rinne an. Es wäre sinnvoll, hier einen geraden Schnitt hinzulegen. Man kann das jetzt mit einer Handbügelsäge sägen. Ich ziehe hier den Schwingschleifer mit einer dünnen Trennscheibe vor. Passt aber auf, dass er euch nicht klemmt, rupft und dann quasi um die Ohren fliegt. Um jetzt hier den Schnitt gerade anzuzeichnen, das geht mit einem Winkel, mit einem rechten Winkel relativ schwierig, mache ich Folgendes. Ich zeichne hier mit einem Bleistift mein Endmaß an. Ich nehme mir aus meiner Schrottkiste ein Abfallblech, was rechtwinklig zugeschnitten ist, biege es etwas vor und habe jetzt hier quasi eine rechtwinklige Kante, nach der ich mich richten kann und kann jetzt hier herunter mit einem Bleistift einfach entlang zeichnen und habe so einen garantiert rechtwinkligen Schnitt auf meiner Rinne aufgezeichnet. So, bei dem reinen Zuschneiden, Arbeiten mit dem Winkelschleifer will ich jetzt nicht zu sehr erklären. Das sollte jeder, der ein bisschen klar in der Birne ist, sage ich jetzt einfach mal, sauber damit arbeiten können und auch die Schutzmaßnahmen selber einhalten. Aber so Schutzbrille, eventuell Gehörschutz. Und hier würde ich auch Handschuhe empfehlen, denn das Material könnte sich erhitzen. Es könnten Teile abplatzen und die einen vor die Hände fliegen. Und das könnte ziemlich wehtun. So, passt auch darauf auf, dass eure Rinne gut liegt. Eventuell müsst ihr sie festspannen und dann schneidet ihr zu. Es wäre auch sinnvoll, wenn ihr das eventuell zu zweit macht, dass hier hinten das Stück jemand festhält. Ich versuche das jetzt mal hier alleine zu bewerkstelligen. So, da ich jetzt hier mit einem Winkelschleifer gearbeitet habe, werde ich hier einen leichten Grat haben. Den kann man eventuell dann nochmal mit einer Schleife oder Fächerscheibe brechen. Ist aber jetzt vielleicht gar nicht so erforderlich. Ich mache das hier mal leicht. Um jetzt unsere Enddeckel anzubringen, ist es wichtig zu wissen, es gibt einen linken und einen rechten Deckel. Ich bevorzuge diese Universaldeckel, die beidseitig passen. Die kann ich mir dann anpassen. Wenn ihr die nicht habt, müsst ihr halt aufpassen, dass ihr die richtigen Deckel kauft, links wie rechts. So, ich habe jetzt hier quasi zwei Deckel, passe die mir an. Das heißt, ich halte sie hier dran. Hier haben wir den Wulst, hier haben wir keinen. Wo kein Wulst ist, schneiden wir hier dieses Ohr leicht ab.
Das heißt, ich gehe hier mit der Schere ran, lasse etwas noch stehen und schneide dieses Ohr so ein. Dann nehme ich hier eine Zange, bieche dieses Ohr auf und falze es im rechten Winkel um. So, nachdem ich nun dieses eine Endstück quasi angefertigt habe, mache ich auch gleich das zweite Endstück, damit ich es nicht falsch rum mache, halte ich es einfach hier zusammen, schneide hier das gegenüberliegende Ohr ab. Und kante es auch gleich um. Somit habe ich beide Enddeckel fertig montiert. Habt ihr gleich linke und rechte Deckel gekauft, habt ihr diesen Schritt natürlich gespart. Um jetzt diesen Deckel hiermit zu verbinden, löte ich ihn auf, damit ich eine vernünftige Lötnaht erzielen kann. Hier habe ich ja eine kleine Falz. Kante ich hier ca. 5 mm mit der Zange hoch. Das machen wir einfach so, indem wir hier mit der Zange drauf gehen. Ich nehme hier dieses Maul als Größenmaß und kante hier eine ca. 30 Grad Kante an. Dass diese Kante einigermaßen gleichmäßig aussieht, habt ihr hier größere Knickstellen drin, fasst das halt nochmal nach, sodass wir eine saubere Kante haben. Diesen Schritt wiederholen wir auch gleich an der anderen Seite nochmal. Nachdem ich das nun an beiden Seiten durchgeführt habe, kann ich nun diesen Deckel, den richtigen natürlich, hier einfach aufdrücken. Bevor ich das tue, nehme ich hier ein Flussmittel. Das ist wichtig, damit mein Lötzinn, was ich hier aufbringe, auch fließt. Es soll ja kapillarisch laufen. Und wir müssen ein bisschen die Oxidschicht von dem Kupfer aufbrechen. Nimmt das richtige Flussmittel, das richtige Lötwasser. Es gibt verschiedene für Zinkrinnen, für Kupferrinnen. Informiert euch da einfach mal im Baumarkt. Hier ist ein kleiner Pinsel dran. Da bringt ihr das einfach nur hier auf dieser Kante auf. Wichtig, bringt es nicht zu großzügig drauf auf, weil das ist eine leichte Säure. Und wenn ihr die dann über die ganze Dachrinne schmiert, könnte es sein, dass dann eure Dachrinne oxidiert oder im schlimmsten Fall sogar Grünspan bildet. So, jetzt bringen wir den Deckel auf. Berührt bitte nicht mit den Händen die Säure. Das fühlt sich dann etwas stumpf an und ist auch nicht sehr gesund. So, nachdem ihr nun den Deckel aufgebracht habt, macht ihr Folgendes. Ihr nehmt eure Zange und zwickt den Deckel hier nochmal leicht zu, damit er auch an der Position bleibt. Schaut, dass der Deckel auch wirklich richtig aufgedrückt ist. Und falzt ihn einfach hier zusammen. So, nun nehmen wir schlussendlich unseren Lötkolben. Nehmt einen großen Lötkolben, den können wir mit Gas betreiben. Die gibt es aber auch in Elektro, das überlasse ich euch, was ihr hier verwendet. Ich benutze jetzt hier einen Gasbrenner. Wenn ihr mit dem Gasbrenner am Dach arbeitet, passt halt auf, dass ihr das Dach nicht anzündet. So, ich drehe jetzt hier das Gas auf und zünde diesen Brenner einfach mal an. So, um jetzt diesen Rinnendeckel hier zu verlöten, schauen wir, dass irgendwann unser Lötkolben die Temperatur hat. Das merken wir, indem wir hier mit unserem Lötzinn einfach hier drüber gehen und sehen, dass es leicht anschmilzt. Und jetzt können wir hier einen Tropfen aufbringen und überhitzen die Rinne so lange, bis wir merken, dass das Lötzinn sich auf der Rinne verflüssigt und die Kapillarwirkung einsetzt und es in diesen Rinnenboden quasi einzieht. Das heißt, der Lötkolben wird jetzt nicht auf der Dachrinne bewegt, sondern auf dem Rinnenboden. Wir wollen ja, dass das Lötzinn dorthin fließt. So setze ich jetzt erstmal einige Hefter, sodass mein Rinnenboden auch dort bleibt, wo er ist und nicht plötzlich abspringt, denn ich kann ihn da nicht mehr anfassen, er wird ziemlich heiß werden. Ich setze hier drei Hefter. Da wir hier nun eine Kupferdachrinne haben, können wir den Lötkolben auch mal etwas heißer machen. Habt ihr hier eine Zinkdachrinne, müsst ihr mit der Hitze aufpassen, die schmelzt dann auch ganz schnell die Zinkdachrinne ein. Also hier gegebenenfalls, wenn ihr die Temperatur erreicht habt, auch mal etwas zurückregeln. Oder bei einem Elektrolötkolben halt auch mal den Stecker ziehen. So, wenn wir jetzt den Grundkörper verlötet haben, können wir nun hier unser Endohr umschlagen und hier diesen Wulst auch noch fertig verlöten. Das können wir jetzt nochmal leicht korrigieren, indem wir leicht dagegen schlagen. So, und so sieht dann das Endergebnis aus. Diesen Schritt wiederhole ich nun auch auf der Gegenseite. So, als nächstes kommen wir nun noch zu unserem Einhängstutzen. Den montieren wir nun auch fertig. Den habe ich hier. Passt auf, wenn ihr wie ich jetzt hier in einer Werkstatt arbeitet und das nicht am Dach macht, dass ihr den Stutzen natürlich auf die richtige Seite montiert. Sonst habt ihr natürlich das Loch auf der falschen Seite gesetzt. In meinem Fall muss es hier hin. Ich habe mir mein Maß ermittelt. Das zeichne ich nun hier an. Das waren ungefähr 25 cm bis Außenkante Stutzen. Ich gebe hier etwas Reserve, also mache 26 cm. Damit ich auch weit von meinem Haken weg bin, hänge nun diesen Stutzen hier ein, lege ihn hier so ein, biege diese Ohren hier leicht um und jetzt sehen wir hierdurch,
Hier muss das Loch hinein, da nehme ich einfach meinen Bleistift und fahre die Konturen dieser Öffnung hier ab. Und somit habe ich das Loch ungefähr auf die Rinne aufgezeichnet, wo es hin muss. Hier müsst ihr auch nicht auf den Zentimeter arbeiten, also es muss nur ungefähr dorthin. Ich nehme die Stutzen wieder ab. Zeichne die Konturen so nach, dass ich sie vernünftig erkennen kann. Nun gibt es mehrere Möglichkeiten, hier das Loch einzubringen. Ich nehme jetzt hier einfach eine Stechbeitel, ein Stemmeisen, stemme kurz hier in der Mitte des Loches ein. Alternativ, wenn das nicht gut funktioniert, könnt ihr auch hier euren Winkelschleifer verwenden und sägt hier in die Mitte ein leichtes X ein. Dann nehmt ihr euch eine Blechschere und schneidet die Form, die Kontur des Loches quasi aus. Schneidet 5 mm innerhalb eures angezeichneten Randes. Warum? Das zeige ich euch gleich. Und jetzt kommt der wichtige Punkt, warum ihr 5 mm kleiner schneiden solltet. Ihr nehmt jetzt hier wieder eure Zange und bürtelt hier einen Rand ungefähr 4 bis 5 mm hoch. Der dient als Tropfschutz, dass das Wasser aus der Rinne herauslaufen kann, den Rand herunterläuft und dann hier vorne an der Spitze des Randes abtropft. Würdet ihr den Rand nicht aufbiegen, würde das Wasser eventuell bei kleineren Mengen hier in der Rinne entlang laufen und außerhalb des Stutzens austropfen. Das wollen wir vermeiden. So, jetzt nehmen wir schlussendlich unseren Stutzen, haben hier unsere Position noch markiert, wo er hin soll, hängen ihn einfach so ein, legen ihn um und bringen ihn so an. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Stutzen auch nochmal hier an diesen Flanken leicht anlöten. Könnte hilfreich sein, so verändert er wenigstens die Position. Ich mache das dann eventuell oben am Dach nochmal, weil ich vielleicht die Position des Stutzens nochmal einen Zentimeter nach hier oder da verschieben will. An diesem Stutzen ist jetzt hier auch so ein kleines Blechteil, wo ich einen Draht einhängen kann. Hier kommt unser Abfallrohr ran oder unser Fallrohr. Und hier brauchen wir auch ein Gegenstück, was genauso aussieht wie das oder ähnlich. Das biege ich mir jetzt schnell aus einem Streifen Kupfer. Dafür könnt ihr jeglichen Abfallkupfer nehmen, auch zum Beispiel das Teil, was ihr hier drin ausgeschnitten habt. Schneidet das zu einem schmalen Streifen, in etwa so, biegt es in der Mitte zusammen und legt jetzt hier in die Mitte einfach einen Nagel ein und können quasi dieses kleine Blechteil und dann auf unserem Fallrohr so anbieten oder anlöten und hier einen Draht durchfädeln, dass unser Fallrohr nicht runterfällt. Wenn jetzt hier stärkere Wassermassen kommen, könnte sonst euer Fallrohr auseinandergehen. Dann läuft das Wasser natürlich die Wand herunter und das ist gar nicht schön. Also dieses Teil dann hier anbringen. Wenn ihr es annietet, nehmt bitte Dichtnieten. Und wichtig bei dem Draht, der hier durchkommt, nehmt bitte einen Kupferdraht. Wenn ihr keinen habt, nehmt ein Stück Elektrokabel, isoliert es ab und schon habt ihr einen Kupferdraht. So, unsere Rinne haben wir nun zusammengelötet und kommen jetzt zum reinen Einhängen. So, ich habe jetzt hier eine Rinne mit einer speziellen Länge, und zwar der Länge, die ich brauche. Und jetzt mache ich Folgendes. Ich habe hier vorne mein Anfangmaß. Ich will innerhalb dieser Ortgangsziegel bleiben. Dort schiebe ich die Rinne nun hin, biege hier vorne sämtliche Haken auf und drücke diese Rinne mit hier vorne dem Wulst in diese Haken hinein. Nicht wundern, das sieht jetzt etwas schräg aus, ist aber normal. Hier drücke ich es ein und schließe zuallererst hier vorne die Haken. So, wenn wir die vorderen Haken geschlossen haben, machen wir Folgendes. Wir umgreifen die Rinne hier hinten, ziehen sie mit viel Kraft hier unten in diesen Haken hinein und schließen nun auch die hinteren Haken. Diesen Schritt wiederholen wir auch wieder bei jedem Rinnenhaken. Wichtig, zieht mit genug Kraft die Rinne runter, damit sie schön sauber hier in diesen Haken einliegt. So, nachdem ich nun die Rinne hier einliegen habe, wir erinnern uns, ich habe den Stutzen vorhin noch locker gelassen, kann ich den nun auch noch schlussendlich ausrichten. Wenn ich den mal einen Zentimeter hin oder her schieben muss, ist das nicht so schlimm und kann ihn dann entweder hier hinten direkt annieden, anlöten oder wir falzen ihn hier oben mit einer Zange nochmal fest. So, dann möchte ich nochmal auf eine Sache hinweisen. Wenn ich jetzt hier quasi die Dachziegeln wieder eindecke, hängen bei mir in diesem Fall die Dachziegeln optimal in der Rinne ein. Wenn das mal nicht der Fall ist und die Rinne hängt extrem tief unter den Dachziegeln, könnt ihr euch eines sogenannten Einhängbleches oder Traufbleches bedienen. Das ist einfach nur so ein abgewinkeltes Blech. Sollte natürlich vorzugsweise aus dem Material der Dachrinne sein, das heißt bei einer Kupferdachrinne aus Kupfer, bei einer Zinkdachrinne aus Zink, bei einer Aluminiumdachrinne aus Aluminium und so weiter. Das kann man dann eventuell hier aufbringen, hier annageln. Und somit kann dann das Wasser hier hinten
nicht reinlaufen und dann quasi hier durchschießen. Dieses Blech muss dann einfach nur über die ganze Länge angebracht werden, vorzugsweise in 2 Meter Stücken. Und ihr habt dadurch nochmal hier hinten einen zusätzlichen Tropfschutz, sodass dann kein Wasser hier hinten an eurem Dachkasten entlang laufen kann. So, in unserem nächsten Schritt kommen wir nun zu unserem Fallrohr. Wir haben hier unseren Stutzen ordentlich befestigt und haben jetzt hier 2 Fallrohrbögen. Einen davon stecken wir auf unseren Stutzen. Wir haben bei diesen Bögen eine weite Seite und eine etwas engere Seite. Die weite Seite nach oben stecken wir hier auf unseren Stutzen und richten den Bogen etwa so aus, wie er sein soll. Nun nehmen wir hier unseren zweiten Stutzen, halten ihn hier an die Wand, nehmen einen Gliedermaßstab, ein Messmittel und ermitteln uns das Maß zwischen diesen beiden Rohrstutzen oder Rohrbögen. Und wichtig, wir müssen darauf achten, wir müssen hier mit unserem Rohr etwas überlappen, ca. 4 bis 5 cm und hier auch ca. 4 cm. Das geben wir natürlich gleich hier zu. Und dann komme ich auf ein Maß von ungefähr 54 cm, das merke ich mir, und schneide dieses nun von meinem Fallrohr ab. So, vorzugsweise schneide ich hier die Oberseite ab, da ich hier das Rohr aufstecken muss und die weite Seite benötige. Beim Schneiden könnt ihr eine Handbügelsäge verwenden. Ich in meinem Fall benutze hier einen kleinen Winkelschleifer, das geht relativ schnell. Passt auf, dass ihr den Schnitt relativ gerade ausführt, so habt ihr dann weniger Probleme beim Zusammenstecken. So, das so abgelenkte Rohr können wir nun hier an diesen Stutzen anstecken. Das geht eigentlich ziemlich einfach. Wir stecken es einfach hier so ein und schieben es bis zum Anschlag zusammen. Auf der Gegenseite haben wir da aber ein kleines Problem. Da wir das Rohr mittendrin abgeschnitten haben, ist es meistens zu dick und wir können quasi den nächsten Rohrstutzen nicht mehr vernünftig anbringen. Da zeige ich euch hier einen kleinen Trick. Wir nehmen jetzt das Rohr und schneiden es mit einer handelsüblichen Blechschere einfach ca. 3 bis 4 cm ein, und zwar umlaufend, das 4 bis 5 Mal. Und jetzt können wir hier das Rohr leicht zusammendrücken mit der Hand, unseren zweiten Rohrbogen nehmen und diesen dann nun hier aufbringen. Dadurch, dass jetzt das Rohr hier unten quasi dünner ist, lässt sich das hervorragend und einfach zusammenstecken. So, das zusammengesteckte Rohr legen wir einfach mal auf den Boden auf, sodass wir es ziemlich gerade zusammengesteckt haben und können es quasi hier nochmal ausrichten. So, nachdem wir nun das Rohr fertig haben, können wir es hier anstecken. Wichtig, steckt es richtig rum an, die weite Seite immer nach oben, sodass das immer ineinander gesteckt nach unten ablaufen kann, sonst würde euch Wasser aus dem Fallrohr herauslaufen. Wir stecken es nun einfach hier auf, drehen das Rohr zur Wand hin und markieren uns die Unterseite des Rohres sowie auch die Mitte des Fallrohres. Noch ein wichtiger Punkt bei den Rohrschellen. Wir haben jetzt die Unterkante des Rohres angezeichnet, des Stutzens. Dies sollte natürlich hier sein. Ihr müsst also berücksichtigen, dass ihr euer Loch um diesen Abstand tiefer bohrt. Da wir hier nun eine gedämmte Wand haben und ich nur Standardschellen gekauft habe, haben wir folgendes Problem. Die Standardschellen wären nicht lang genug, um hier diese Dämmung in dieser Wand zu überwinden, und ich könnte meine Dachrinne nicht befestigen. Längere Schellen kosten auch dementsprechend wesentlich mehr Geld. Ich habe mir hier einen einfachen Trick bedient und habe hier einfach eine Holzfressschraube genommen, habe den Kopf abgeschnitten und habe sie einfach hier an diese Schelle angeschweißt. Somit habe ich sie um den Faktor der Dämmung erweitert und kann nun so diese Schelle hier einbringen und treffe quasi hier mit der Spitze in die Steinwand und kann die Schelle vernünftig befestigen. Nur so ein kleiner Spartipp, so kann man einige Euros bei so einer Schelle sparen, denn die längeren Schellen kosten auch gleich eine ganze Ecke mehr Geld. So, in das Bohrloch stecke ich nun einen Dübel und die Schelle ein. Da ich hier ein Schraubgewinde habe, habe ich noch einen Vorteil. Wenn ich den Dübel hier eingeschlagen habe, kann ich dann die Position der Schelle nochmal verändern, indem ich sie herein oder herausdrehen kann. Das ist der Vorteil eines Schraubgewindes. Das ginge nämlich mit der Standardschelle nicht. So, nachdem ich die Schelle nun gesetzt habe, kann ich hier einfach eine Wasserwaage anhalten, sie in die Waage stellen und quasi mir dann nach unten einen Strich ziehen und somit meine Schellen nach unten weiter durchsetzen. Ich kann jetzt hier quasi den Endbogen montieren, das nächste Rohr quasi anstecken, die Schelle schließen und mich so nach unten durcharbeiten. Jetzt tue ich wieder an der Unterkante des Rohres markieren, wo mein Rohr zu Ende ist, und weiß nun dort, wo ich die nächste Schelle setzen muss. So kann ich mich ganz nach unten durchbauen. Auch noch ein kleiner Zusatztipp: Wer hier voll auf Nummer sicher gehen will, kann diese beiden Steckverbindungen auch noch mal verlöten. So verhindert man, dass eventuell sich hier das Rohr auseinanderzieht. Man kann es aber auch vernieten, dann nehmt ihr aber bitte Dichtnieten, das sind Nieten, die vorne geschlossen sind, damit dann zu den Nietlöchern kein Wasser herausläuft.
So, hier noch ein kleiner Zusatztipp. Wenn jetzt hier größere Wassermengen durchlaufen könnten, könnte es passieren, dass eventuell hier das Rohr auseinandergeht. Dafür gibt es hier an diesem Rinnstutzen so ein kleines Häkchen. Und ich habe hier auch nochmal ein Häkchen, ein Gegenstück quasi selber gebogen und habe es einfach hier aufgelötet. Jetzt nehme ich mir einen ganz normalen Kupferdraht, in diesem Fall 2,5er Elektrodraht. Den mantele ich ab, da mache ich den Mantel ab. Das sieht dann so aus. Schiebe den Draht hier durch meine kleine Kupferöse und führe ihn hier oben durch diese Öse auch nochmal durch. So kann ich quasi mein Rohr jetzt hier nochmal sichern. Und es kann jetzt quasi bei stärkeren Regengüssen nicht mehr auseinanderfallen. Ist quasi nochmal eine Zusatzsicherung. So, und als letzten Schritt mache ich jetzt eigentlich Folgendes nur noch. Ich decke hier mein Dach wieder zu. Das heißt, ich bringe hier meine Ziegeln auf und habe damit eigentlich diese Arbeit so gut wie beendet. So, und nachdem ich nun das Dach eingedeckt habe, bin ich quasi mit meiner kompletten Installation durch. Die Rinne hängt und alles ist fertig. Da ich öfters mal nach Preisen gefragt werde, diese komplette Installation, wie wir sie jetzt sehen, hier mit dieser Rinne, mit dem Fallrohr, hat mich grob 300 Euro gekostet. Wenn man dieses System aus Plastik wählt, wird es etwas günstiger. Man muss aber hiermit rechnen, dass dann mitunter auch die Rinne nicht arg so lange hält. Es gibt auch noch die alternativen Zink und die alternativen Aluminium. Bei Zinkblech oder Zinkdachrinnen solltet ihr speziell darauf achten, wie eure Dachsubstanz aussieht. Habt ihr an eurem Dach irgendwo Kupfer verbaut, hier diese Kupferhaken, Kupferbleche, Kupferschloteinfassungen oder andere Kupferdachrinnen, solltet ihr auf keinen Fall Zinkdachrinnen darunter montieren. Wie gesagt, diese können dann schlussendlich von dem Kupfer angegriffen werden und es gibt eine Art chemische Reaktion und die Zinkdachrinne löst sich im wahrsten Sinne des Wortes mit der Zeit auf. Alles in allem werdet ihr ausschnittsweise dieses Video auch nochmal in einer Fernsehsendung wiederfinden, und zwar bei Galileo, bei der Sendung So baut Deutschland. Falls ihr wollt, schaut einfach mal vorbei. Ich habe unten in der Videobeschreibung den Sendetermin eingebunden, so findet ihr das. Und damit möchte ich mich auch nochmal bei dem Drehteam von Galileo bedanken. Es war ein schönes Arbeiten mit euch und komme hier auch langsam zum Ende. So, falls ihr des Weiteren noch Interesse an weiteren Videos von mir habt, hier unten habe ich euch ein paar Videos von mir eingeblendet. Schaltet einfach eure Anmerkungen bei YouTube ein, da könnt ihr einfach hier draufklicken. Ihr könnt auch auf meinem Kanal vorbeischauen. Gebt einfach einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, gebt einen Daumen runter, da bin ich auch keinem Bösen drum. Ihr könnt mir gerne Kritik hinterlassen, gerne einen Kommentar hinterlassen. Ich versuche, wenn möglich, auf alles zu antworten, wenn es denn Sinn macht. Und sage hiermit wieder mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.